Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich ein neues Projekt vorstellen, nämlich eine neue Reihe an Teamchecks. Das werden aber keine normalen Teamchecks werden, ich werde ein Power Ranking erstellen. Also wir werden die Vereine in verschiedenen Kategorien bewerten, Stadion, Trading etc. Und am Ende kann jeder Verein bis zu 70 Punkten holen. Wir werden uns dann anschauen, welcher Verein in welcher Kategorie am besten war und welcher Verein sich die Gesamtkrone holt. Schauen wir uns die Kategorien doch mal an. Die erste Kategorie lautet Basic. Da geht es um ganz einfache Sachen. Macht der Manager möglicherweise Minus-EP mit irgendwelchen Spielern? Loggt er sich regelmäßig ein? Also die wirklichen Standardsachen, die kann ich da bewerten. Da kann man bis zu 10 Punkten holen. Die sollte jeder von euch eigentlich holen. Dann kommen wir zum Stadion und dort kann man auch 10 Punkte bekommen. Hat er das Stadion richtig ausgebaut? Ist das Stadion für sein Vereinsalter gut? Und ist das Umfeld gut? Wie sieht das Ganze aus? Wir werden uns auch die Stadioneinnahmen anschauen, wenn es sich um einen Erstligisten handelt. Ansonsten kann ich das eher schwieriger beurteilen. Also nur bei Erstligisten spielen dann auch die Stadioneinnahmen hier eine Rolle. Da haben dann die unterklassigen Vereine einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil ihnen reicht ein fertig ausgebautes Stadion, um hier die maximal mögliche Punktzahl zu holen. Jetzt wird es etwas interessanter und hier kann man dann auch gleich 20 Punkte holen, nämlich das Thema Trading. Dort habe ich jetzt auch ein zweites neues Projekt auf meinem Kanal geplant, nämlich Real-Life-Trading. Wir werden mal verschiedene Seiten ausprobieren und sozusagen ein Real-Life-Trading aufziehen. Wie genau das aussehen wird, werde ich euch dann noch vorstellen. Das könnte aber auch sehr interessant werden. Jedenfalls gibt das Trading hier bislang die meisten Punkte. 20 Punkte kann man in dieser Kategorie holen. Dort beziehen wir uns immer auf die vergangenen 5 Saisons. Also wenn ein Manager zur Primetime 2 Milliarden Euro verdient hat, dann juckt uns das überhaupt nicht. Wir konzentrieren uns nur auf die letzten 5 Saisons beim Thema Trading. Natürlich werden wir uns auch die Freundschaftsspiele anschauen, weil die beeinflussen natürlich viele Dinge maßgeblich. Und hier kann man auch bis zu 10 Punkten holen. Und es gibt nochmal 20 extra Punkte, die Punkte, die ich mir aus dem Arsch ziehen kann. Wenn jemand Ländersammler ist, dann wird er von mir vielleicht 1-2 Punkte dafür bekommen. Ansonsten auch einfach so Manager-Skills und so weiter. Also man kann 20 Punkte hier extra geben, aber sehr schwierig hier überhaupt 20 Punkte extra zu bekommen. Generell wird es wahrscheinlich so aussehen, dass man in den oberen beiden Kategorien durchaus diese 10 Punkte bekommen kann. Und ansonsten wird es sehr schwierig werden, hier die volle Punktzahl zu erhalten. Ihr kennt mich ja, meine Teamchecks sind meistens sehr, sehr hart. Also wenn ich jetzt Religionslehrer wäre und wir würden über die Evangelien reden und Jesus Christus wäre mein Schüler, würde er vielleicht maximal eine 4 von mir bekommen und ich würde ihm sagen, lies dir nochmal durch, was damals mit dir passiert ist. Also sehr schwierig hier auf die maximal mögliche Punktzahl, 70 Punkte insgesamt zu kommen. Wahrscheinlich schafft das keiner. Aber wir können ein Power Ranking erstellen und gucken mal, wer am nächsten daran kommt. Und deswegen werden wir heute auch mal meinen Verein bewerten, damit ihr gleich mal seht, wie schwierig es ist, hier Punkte zu bekommen. Also starten wir jetzt mal mit meinem Verein. Starten wir mal mit dem Thema Manager Basics. Hier sollte ich wirklich die volle Punktzahl bekommen. Ich mache mit keinen Spielern unnötige Minus-EP. Ich spiele jeden Tag ein Freundschaftsspiel, also die Manager Basics, die stimmen bei mir natürlich. Dort wird, wie gesagt, hoffentlich jeder Verein die volle Punktzahl holen. 10 Punkte hier bei mir für die Manager Basics. Kommen wir zum Stadion und dort kann ich mir nicht die volle Punktzahl geben. Erstens ist das Stadion ein wenig zu groß, also 150.000 Plätze reichen auch für die erste deutsche Liga. Und zweitens habe ich feste Stadion-Eintrittspreise, kümmere mich aktuell nicht darum und deswegen ist der Einnahmenschnitt nicht perfekt. Bin zwar hier auf dem 8. Platz, was überraschend hoch ist, aber eigentlich sollte ich eher hier so hinkommen können, 2,2 oder sowas. Und deswegen kann ich mir hier natürlich nicht die volle Punktzahl geben. 6 Punkte für mein Stadion, 1 Punkt Abzug, weil ich halt ein bisschen zu groß gebaut habe. Und 3 Punkte Abzug, weil ich aktuell feste Stadion-Eintrittspreise habe. Das ist schon wirklich ein großer Nachteil. Da entgehen einem wichtige Einnahmen und deswegen ziehe ich mir da ordentlich was für ab. Kommen wir zum Thema Trading. Wie gesagt, hier gibt es am meisten zu holen. Sicherlich auch in der Regel mehr als bei den Extrapunkten, die ich mir, wie gesagt, einfach nur aus dem Arsch ziehe, wenn ich da irgendwas Interessantes finde.
Und hier muss man sagen, in den letzten 5 Saisons war bei mir dann nicht viel zu holen. Wir haben hier einmal ein Standard-Trading gehabt mit mittelguten Spielern. Das hat auch soweit geklappt. Die haben wir alle gewinnbringend verkaufen können. Dann hatten wir auch noch eine gute Runde, glaube ich, drinne mit 17 Fünfern. Genau, die zählt auch noch hier rein. Die können wir also durchaus in die Bewertung mitnehmen. Und die war auch ziemlich gut eigentlich. Da kann man sich nicht beschweren. Wir hatten einige gute Jugendspieler drinne. Wir hatten auch noch den Toni Dietrich, diesen Goldspieler drinne, diesen Goldkeeper, den wir mit ordentlich Gewinn verkaufen konnten. Das aber alles noch im Bereich Standard oder gehobener Standard. Da war jetzt keine Innovation dabei, wo ich sage, boah, hatte ich da eine geile Idee. Hier diese Einkäufe waren auch ziemlich gut, kann man auch jetzt unter der Rubrik Trading durchaus bewerten. Also sehr kluge Einkäufe, wie ich finde, waren diese Spieler, die waren einfach mega günstig damals. Da hatte der verkaufende Verein, wie ich finde, bis heute sehr viel Pech, dass er die nicht für bessere Preise losgeworden ist. Ansonsten ist hier nicht viel zu holen. Ich würde mal sagen, ich gebe mir hier, da zählen auch solche Sachen rein wie Spielerförderung und so weiter, 10 Punkte von 20 möglichen. Meine Spielerförderung läuft nicht so schlecht. Ich habe ein gutes Stammteam bekommen und hatte eine gute Runde mit 18 Siebnern drinne. Ansonsten aber wirklich nur Standard-Trading und Standard-Trading. Kommen wir zum Thema Friendlies und da sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich kriege die meiste Zeit Abschuss-Friendlies organisiert, aber halt nicht immer. Dafür ziehen wir 2 Punkte ab. Für die geschossenen Tore ziehe ich auch nochmal 1 Punkt ab, da ging ein bisschen mehr. Also 7 von 10 möglichen Punkten bei den Friendlies. Und da ist mein Verein ist natürlich 20, nein, natürlich nicht, 0 Extrapunkte, weil ich mich selbst bewerte. Ich kann mir selbst vielleicht Extrapunkte geben. Also das wäre dann jetzt meine Punktzahl, 16, 26. Dann sind wir bei 33 Punkten für meinen Verein. Das sieht nicht so gut aus. Gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie viele Extrapunkte ihr mir gegeben hättet. Und dann werde ich einfach den Durchschnitt davon nochmal da drauf rechnen und dann können wir hier eine sinnvolle Punktzahl am Ende sehen. Also unbedingt dieses Video heute mal kommentieren und gerne auch mal bewerten, damit ich weiß, ob ihr Lust auf dieses Projekt habt oder eben nicht. Also ein Power Ranking von Managern erstellen. Das sind die Kategorien. Ihr könnt auch gerne weitere Kategorien vorschlagen in den Kommentaren und dann werden wir zukünftig mehrere Vereine mit diesen Kriterien hier einfach mal bewerten. Ihr könnt euch auch bewerben. Hier per YouTube oder halt in-game und schlagt einfach mal euren Verein vor, wenn ihr auch bewertet werden wollt. Das war's zum heutigen Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios!